Moin zusammen, heute schauen wir uns mal ABS Like Resin Pro 2 von Anycubic an. Das ist ein Resin für den 3D-Drucker, das 35% flexibler sein soll und nicht so porös wie das Standard-Resin. Ich habe mir mal hier für mein Hero Quest einen neuen Barbaren ausgedruckt und ihr seht, ich kann hier mit dem Schwert rumspielen, rauf, runter, links, rechts quasi und es bricht nicht. Jeder, der normales Resin benutzt, was heißt normales Resin, ne? Das Standard-Resin, weiß, das wäre so nicht möglich. Das wäre mir schon abgebrochen, weil das viel poröser und viel brüchiger ist. Ja, genauso hier bei dem zweiten Schwert, bei der Zwergin. Also ich muss sagen, ich werde meine Miniaturen jetzt nur noch damit machen, weil, die können auch mal runterfallen. Ist mir auch passiert. Und von daher, schreibt mal gerne unten in die Kommentare, ob ihr das auch schon benutzt habt. Bye, bye.